Der sechste und vorletzte Teil der aktuellen Reihe zur Widerlegung des Sozialismus. Nachdem sich in den bisherigen Teilen vor allem mit der Fehlerhaftigkeit des marxistischen egalitären Sozialismus auseinandergesetzt wurde, soll in diesem Teil geklärt werden, was Sozialismus denn eigentlich ist. Hintergrund: Bis in seine 20er hinein war Hans Hermann Hoppe ein Sozialist. Er studierte unter anderem Philosophie und Soziologie in Deutschland und promovierte 1974 unter Jürgen Habermas, einem der Hauptvertreter der freudomarxistischen Frankfurter Schule. Er merkte dabei allerdings, dass der Sozialismus intellektuell unfruchtbar und moralisch bankrott ist. Er schaute sich nach Alternativen um und kam über Friedrich August von Hayek und Milton Friedman zu Ludwig von Mises und schließlich zu Murray Rothbard, welcher das große Talent von Hoppe direkt erkannte und sich Hoppe annahm. Bereits 1983 erschien sein erstes österreichisches Buch. 1986 wurde Hoppe zum Professor für Volkswirtschaftslehre an der University of Nevada, Las Vegas, und 1989 erschien dann mit Theory of Socialism and Capitalism sein erstes Buch auf Englisch, mit dem Hoppe in der Szene der Austrians bekannt wurde. Über das Werk. Inhalt des Werkes ist eine systematische Darstellung der beiden Systeme Kapitalismus und Sozialismus, die Archetypen der Ökonomie. Alle weiteren Systeme siedeln sich nur dazwischen an und sind daher partieller Sozialismus, wie Hoppe es nennt. Auch zeigt Hoppe, dass nicht nur die leninistisch-marxistische Variante des Sozialismus Sozialismus ist, sondern dass es daneben auch andere Varianten wie den sozialdemokratischen und den konservativen Sozialismus gibt. Die von Hoppe dargelegte Theorie ist eine eigentumsrechtliche Theorie. Nur als solche ist Kapitalismus und Sozialismus wirklich zu verstehen. Über den Beitrag. In diesem Beitrag werden die wesentlichen Punkte der kapitalistischen und sozialistischen Theorie von Hoppe wiedergegeben. Anschließend werden auch noch weitere zentrale Argumente, die Kapitalismuskritiker ins Feld führen, widerlegt. Definition von Kapitalismus. Um den Sozialismus zu analysieren, beginnt Hans Hermann Hoppe damit aufzuzeigen, was Kapitalismus ist, von dem er im Weiteren den Sozialismus abgrenzt. Im Sinne von Locke und Mises, siehe Beiträge 1 und 3, argumentiert Hoppe, dass der reine Kapitalismus ein Sozialsystem darstellt, was vollkommen auf der naturrechtlichen Position zur Entstehung von Eigentumsrechten basiert. Alles davon Abweichende ist demnach partieller Sozialismus. Weiterhin ist Eigentum notwendig, da Güter knapp sind und somit Streitigkeiten über diese entstehen können. Da auch der eigene Körper ein knappes Gut ist, muss dieser ebenfalls Eigentum von jemandem sein. Der Körper befindet sich im Sinne des Naturrechts im Selbsteigentum, im Kapitalismus gehört jeder sich selbst. Weiteres Eigentum entsteht nach dem Naturrecht durch das Prinzip der Erstinbesitznahme. Wer zuerst seine Arbeit mit einem Gut, was niemandem gehört, vermischt, wird der rechtmäßige Eigentümer, siehe Beitrag 1. Er erlangt das Eigentum nicht aggressiv. Im Sinne des Naturrechts kann das Eigentum danach nur auf zwei Weisen den Eigentümer-Besitzer wechseln. Auf nicht aggressiven, kapitalistischen Wege. Das heißt, mit Zustimmung des Eigentümers. Oder auf aggressiven, sozialistischen Wege, das heißt, gegen den Willen des Eigentümers, siehe Beitrag 2. Eine dritte Variante gibt es nicht. Orthodoxer Sozialismus. Nach der Definition von Kapitalismus als System, welches Eigentumsrechte in Gänze wahrt, zeigt sich in Abgrenzung dazu Sozialismus als System, welches Eigentumsrechte in Teilen ablehnt bzw. umverteilt. Hoppe definiert entsprechend Sozialismus als institutionalisierte Politik, welche die Eigentumsrechte gegen den Willen der Eigentümer verändert. Hoppe identifiziert vier solcher Systeme, bei denen er jeweils zentrale Merkmale herausstellt und die sozioökonomischen Folgen dieser Merkmale herausarbeitet. Das erste System, was Hoppe nennt, ist der orthodoxe bzw. russische Sozialismus, wie er vor allem Osteuropa gelebt wurde. Dieser Sozialismus ist gänzlich im Sinne von Karl Marx, denn er zeichnet sich durch das Ziel der Sozialisierung bzw. Verstaatlichung aller Produktionsgüter aus. Wie bereits Ludwig von Mises argumentiert Hoppe, dass ohne Privateigentum keine Wirtschaftsrechnung möglich ist, siehe Beitrag 8. Die logischen sozioökonomischen Folgen sind ohne Steigerung der Produktivitätskosten ein Rückgang von Investitionen und damit eine Verknappung des Angebots, was zu einem Rückgang des Lebensstandards führt. Die Verschwendung von Ressourcen sowie der zunehmende Hang zur Unproduktivität bei den Bürgern. Sozialdemokratischer Sozialismus.
Sozialdemokratie und orthodoxer Sozialismus haben denselben Ursprung und sind gleichsam egalitär in ihren Zielen und in ihrer Motivation. In den sozialistischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts arbeiteten orthodoxe und sozialdemokratische Sozialisten oftmals Hand in Hand oder zumindest miteinander für die gleichen Ziele. Lediglich die Frage des Weges ist eine andere. Die Sozialdemokraten setzen nicht auf Zwangskollektivierung der Produktionsgüter, sondern erlauben Privateigentum an allen Produktionsmitteln mit Ausnahme von wichtigen Branchen wie Bildung, Geld oder Gerichte. Allerdings erlaubt die Sozialdemokratie kein Eigentum an Lohn und Gewinn. Im sozialdemokratischen Sozialismus entscheidet die Gesellschaft demokratisch, wie groß der Teil an Lohn und Gewinn ist, welche Arbeiter und Unternehmer für sich behalten dürfen und was an die Gesellschaft in Form von Steuern abgegeben werden muss und an wen dies wiederum verteilt wird. Aus Sicht der Naturrechtslehre verteilt damit auch die Sozialdemokratie Eigentumsrechte um. Die von ihr verlangten Steuern sind eine Art des aggressiven Erwerbs von Eigentumsrechten. Hoppe schlussfolgert ähnliche Konsequenzen wie beim orthodoxen Sozialismus. Steigende Produktivitätskosten, fallende Investitionen sowie ein geringerer Wohlstand und die Bevorzugung nicht produktiver Kräfte. Konservativer Sozialismus. Als weitere Form des Sozialismus nennt Hoppe den konservativen Sozialismus. Beispiele für diesen sind der Faschismus und der Nationalsozialismus, aber auch Feudalismus und Absolutismus, welche Hoppe auch aristokratischen Sozialismus nennt. Da der Konservativismus vor allem als reaktionäre Antwort zum früheren Sozialismus und Liberalismus entstanden ist. Der konservative Sozialismus erlaubt ebenso wie die Sozialdemokratie das Privateigentum an den Produktionsmitteln, besteuert jedoch deutlich weniger. Die Steuern und Abgaben sollen nur die sich in Staatshand befindlichen Branchen wie Bildung und Sicherheit finanzieren. Allerdings gehört kein Eigentum dem Eigentümer wirklich, sondern immer nur der Gesellschaft, von der es der Eigentümer nur ausgeliehen hat, um der Gesellschaft damit zu dienen. Die Gesellschaft darf daher zu jeder Zeit festsetzen, was zu welchem Zwecke produziert wird. Dies macht der konservative Sozialismus durch Lohn- und Preiskontrollen, Regulierung und Verhaltenskontrollen. Die Institution des Privateigentums ist somit in solchen Systemen nur Makulatur. Die Folgen dieser Politik sind die Erschwerung bis hin zur Verunmöglichung einer Kostenkalkulation und folglich die Reduzierung des Angebots, Ressourcenverschwendung, zurückgehende Investitionen, steigende Zeitpräferenz sowie eine Bevorzugung von nichtproduktiven Kräften. Social Engineering. Die vierte und letzte Form des Sozialismus, die Hoppe identifiziert, ist der Sozialismus des Social Engineering, welchen Hoppe vor allem in Verbindung mit Karl R. Popper 1902 bis 1994 bringt. Sie ist deutlich jünger als die anderen drei Formen und steht stark in Verbindung zur Wissenschaftlichkeit von Empirismus und Positivismus, siehe Beitrag 9. Hoppe sieht in dieser Form zunächst eine Rettung der anderen drei Formen des Sozialismus. Wenn ein sozialistischer Staat durch seine Wirtschaft weit hinter der Konkurrenz zurückfällt, zum Beispiel Nazi-Deutschland gegen Britannien oder die DDR gegen die BRD, kann der Sozialingenieur mit Hilfe empirischer Studien immer behaupten, dass bei der Ausrichtung der Gesellschaft wichtige Faktoren nicht berücksichtigt wurden. Die vermeintliche Lösung für das Problem scheiternder sozialistischer Gesellschaften ist daher immer ein angeblich besseres Social Engineering. Das Privateigentum wird damit nur in dem Maße gewährt, wie es dem Sozialingenieur richtig erscheint. Der Irrtum dieser Sichtweise liegt für Hoppe in der Idee des Empirismus. Er argumentiert, dass der Mensch lernen kann und es damit keine Konstanz im menschlichen Handeln gibt. Durch das Fehlen des Prinzips der Konstanz, also dass auf A immer B folgt, ist eine empirische Sozialforschung unmöglich. Daher ist die Ökonomie als a priori Handlungswissenschaft aufzufassen. Moralische Unfruchtbarkeit. Nachdem Hoppe systematisch nachgewiesen hat, dass Sozialismus ökonomisch betrachtet in jeder Erscheinungsform dem Kapitalismus unterlegen ist, widerlegt er weitere Argumente für Sozialismus. Zuerst zeigt Hoppe auf, dass Sozialismus moralisch minderwertig ist, wie schon Rothbard feststellte, siehe Beitrag 10. Hoppe führt aus, dass eine Regel für alle gleichermaßen gelten muss oder moralisch verwerflich ist. Universalitätsprinzip. Bekannte Beispiele für eine solche universelle Regel sind der kategorische Imperativ und die goldene Regel. Die meisten erdachten und erprobten Formen des Sozialismus scheitern Hoppe zufolge bereits an diesem Prinzip. Das Universalitätsprinzip reicht allerdings noch nicht aus, damit eine Regel moralisch hochwertig ist. Eine solche Regel muss auch das Selbsteigentum achten.
Hoppe begründet dies damit, dass jeder, der für eine Regel argumentieren will, das Selbsteigentum an seiner Person voraussetzt, da er andernfalls sich die Zustimmung der anderen einholen müsste, um argumentieren zu dürfen. Dies bezeichnet Hoppe als das A priori der Argumentation. Daraus folgt, dass eine gute Regel die physische Integrität des Eigentums zu wahren hat. Das Nicht-Aggressionsprinzip, NAP, ist eine moralisch hochwertige Regel, da sie beide Bedingungen erfüllt. Sozialismus verstößt stets gegen das NAP und ist damit moralisch minderwertig. Kapitalismus und Monopole. Ein weiterer Vorwurf, der dem Kapitalismus gemacht wird und mit dem versucht wird, Sozialismus zu legitimieren, ist, dass er zu Monopolen führe. Monopole werden generell als problematisch angesehen, da sie zu einem schlechteren Angebot führen. Hoppe erläutert, dass die Zunahme von Monopolen durch Kapitalismus historisch nicht belegt werden kann und theoretisch unmöglich ist. Zudem wäre ein Monopol, welches tatsächlich am freien Markt entstünde, nicht mal ein Problem. Historisch gesehen entstanden Anti-Monopol-Gesetze, weil Unternehmer Konkurrenz fürchteten, es also an Monopolen mangelte. Theoretisch führt Hoppe im Sinne von Mises Analyse über Sozialismus an, siehe Beitrag 8, dass ein Monopol bedeutet, dass ein Gut nicht mehr frei getauscht wird und daher auch kein freier Preis für das Gut entsteht. Der Monopolist kann somit nicht mehr kalkulieren. Er weiß nie, ob er sein Gut zu günstig oder zu teuer verkauft. Verkauft er es zu günstig, werden ihm die Lager leer gekauft, verkauft er zu teuer, droht die Insolvenz. In beiden Fällen verliert er sein Monopol. Zudem hat nach der Grenznutzenlehre der Tausch monopolisierter Güter einen höheren Nutzen als das Halten, siehe Beitrag 6. Wenn dennoch am freien Markt ein Monopol entstünde, bedeutet dies nichts anderes, als dass die Konsumenten von diesem mehr profitieren als von einer Konkurrenzsituation. Kapitalismus und öffentliche Güter. Zuletzt widmet sich Hoppe den öffentlichen Gütern. Die Kritik am Kapitalismus lautet, dass es Güter gibt, die unter Konkurrenz nicht oder nur unzureichend produziert werden, da die Marktteilnehmer dem Gut nicht genügend Wert beimessen, obwohl es objektiv einen herausragenden Wert habe, wodurch es eines Staates bedürfe, der diese Güter als Monopolist anbietet. Hoppe hält dagegen, dass kein Gut, auch nicht Sicherheit und Bildung, einen Wert an sich hat. Jedes Gut ist nur so viel wert, wie die Menschen ihm subjektiv beimessen, siehe Beitrag 6. Dadurch kann auch kein Gut an sich öffentlich oder privat sein. Zudem können typische Merkmale, nach denen ein öffentliches von einem privaten Gut zu unterscheiden ist, der staatlichen Praxis nicht gerecht werden. Für Hoppe ist eine Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Gütern damit irreführend. Das größere Problem an der staatlichen Finanzierung von öffentlichen Gütern ist allerdings dasselbe wie bei den Monopolen. Ohne Tausch gibt es keine Preise und dadurch kann nicht kalkuliert werden. Der Staat kann nie wissen, wie viele Lehrer, Polizisten und Richter er braucht, wie viele Stunden sie welchen Tätigkeiten nachgehen müssen und wie viel Geld sie dafür verdienen sollten. Ressourcen werden entsprechend entweder verschwendet oder die Güter werden nicht ausreichend bereitgestellt. Zusammenfassung: Hans Hermann Hoppe legt in diesem Werk eine systematische Theorie von Kapitalismus und Sozialismus dar. Kapitalismus ist demnach ein System, welches auf dem naturrechtlichen Prinzip der Erstinbesitznahme, First Use, First Own, beruht. Kapitalismus gewährt das volle Eigentum an seinem eigenen Körper und an allen Gütern, die auf nicht aggressivem Wege erworben wurden. Jedes System, das Eigentumsrechte verletzt, indem es enteignet und umverteilt, ist Sozialismus. Je mehr umverteilt wird, desto sozialistischer. In allen Fällen unterliegt die ökonomische Leistung des Sozialismus dem Kapitalismus. Auch wenn dies von den meisten Menschen und Ökonomen akzeptiert wird, lehnen sie dennoch den reinen Kapitalismus ab, da er ihrer Meinung nach andere Probleme aufweist. Hoppe widerlegt in seinem Werk auch diese Behauptung. So zeigt er auf, dass der Kapitalismus dem Sozialismus nicht nur ökonomisch, sondern auch moralisch überlegen ist. Ebenfalls widerlegt Hoppe die Behauptung, dass der freie Markt zu Monopolen führe, die der Staat verhindern müsse, und dass der freie Markt keine öffentlichen Güter bereitzustellen vermöchte, die der Staat deswegen mit staatlichen Monopolen anbieten müsse. Beide Behauptungen scheitern an der Wirtschaftsrechnung. Während allerdings das private Monopol schnell verschwindet, bleibt das staatliche Monopol so lange bestehen, wie der Staat möchte.